Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem Bericht, mit der Analyse, mit meiner Meinung zum College Football Finale 2019. Ja, natürlich ist es das Finale theoretisch der 2018er Saison, aber hey, wir haben 2019, deswegen. Euch wird es vielleicht schon aufgefallen sein, mein neues Mikrofon ist hier und das Ganze ist echt praktisch, weil ich theoretisch das rumbewegen kann, wie ich will, wegen des Arms und eigentlich auch von der Mikrofonqualität sollte es theoretisch besser sein. Problem ist, ich habe nicht so den Durchblick mit den ganzen Einstellungen und allem, beziehungsweise noch nicht, sollte ich vielleicht sagen. Ich beschäftige mich damit, ich weiß noch nicht, ob das da hinten bleibt, ob es vielleicht hier an den Schreibtisch kommt, ob es auf der Seite irgendwo an den Schreibtisch kommt. Also es kann sein, dass ich ein bisschen umräumen muss oder sowas. Sollte euch ja eigentlich egal sein. Auf jeden Fall finde ich persönlich das ganz geil. Falls ihr denkt, dass es irgendwie noch ein bisschen schlechter klingt als das andere oder klarer oder unklarer, wie auch immer. Es kann sein, dass sich das alles noch ändert, weil ich noch ein bisschen mit Einstellung und allem irgendwie rumspielen muss. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall ist es ziemlich unmöglich, das so installiert zu haben, dass es nicht im Bild ist. Also hoffe ich, dass es euch nicht stört, wenn das Mikro hier ist. Aber letztendlich, seien wir mal ehrlich, ist auch relativ egal. So, ich habe mehrere Videos drüber gemacht mit schon relativ viel Vorlauf und habe drüber geredet, was passieren wird, dass wir das College Football Playoff Finale haben, dass es wieder Clemson gegen Alabama ist. Und tatsächlich hat Clemson diesmal gewonnen und Clemson hat dominiert. Das heißt, wir haben jetzt in 4 Jahren hintereinander in den Playoffs Clemson gegen Alabama gehabt. 3-mal davon in den Playoffs sogar. 2-mal davon, in den Playoffs sage ich, im Finale sogar. 2-mal vom Finale hat Clemson gewonnen, 1-mal hat Bama gewonnen. Und letztes Jahr im Halbfinale natürlich hat auch Alabama gewonnen. Die ersten beiden Jahre war es sehr knapp und jetzt die letzten beiden Jahre war es nicht knapp. Letztes Jahr Alabama deutlich gewonnen und dieses Jahr eigentlich sogar noch deutlicher bzw. noch dominanter Clemson. Bevor ich anfange, jetzt wirklich großartig über das Spiel zu reden, möchte ich ein paar Sachen klarstellen vorher, die wichtig sind, damit ihr jetzt nicht einfach meine Meinung als komplett neutral nehmt, denn ich bin nicht komplett neutral. Erstens war ich für Alabama. Das heißt, grundsätzlich in meiner Analyse, in der Vorschau, wo auch immer, wo ich über das Spiel rede, wird eine kleine Alabama-Färbung drin sein. Das heißt, vielleicht Sachen, die ich kritisch sage, zu Alabama immer damit betrachten, dass ich vielleicht ein bisschen enttäuscht bin, dass ich sie aber grundsätzlich mag, ist schwer zu sagen, was man da rausfiltern soll und was nicht. Deswegen kann ich das beim Reden auch nicht machen, deswegen sage ich euch, dass ihr das vielleicht für euch selber entscheidet. Nächste Sache, Clemson ist halt in unserer Division drin, in Florida State's Division, deswegen es ist gut für die ACC, dass sie gewinnen, aber es ist schlecht für unsere Chancen innerhalb der ACC, deswegen bin ich da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich vergöttere als Coach Nick Saban, deswegen werde ich ihn nicht wirklich kritisieren, ne, oder nicht sehr viel, sagen wir mal. Und ich mag Trevor Lawrence nicht, das ist der Quarterback von Clemson. Und ich mag eigentlich auch Dabo Swinney nicht, das ist der Coach von Clemson. Deswegen ist das alles ein bisschen kompliziert, ich versuche so neutral wie möglich zu sein. Aber wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann denkt immer an die Sachen. Mein Spreadshirt-Shop ist in der Beschreibung verlinkt. Benutzt den Code SALE19 für 19% Rabatt, nur noch bis zum 12.01. Also Schlag zu, ist ultimativ bequem. Glaubt mir, gerade die Pullover. Das Spiel fing an mit einem Clemson-Drive und einem 3-and-out. Das heißt, sie haben kein einziges First Down gekriegt. Trevor Lawrence sah ein bisschen nervös aus. Er wirkt immer sehr cool, aber es gibt halt auch Leute, die triffst du und die wirken einfach immer cool. Egal, was bei ihnen passiert, egal, was los ist, die wirken einfach immer cool. Wisst ihr, da kommt nicht groß Emotion raus. Und er sah wirklich im ersten Drive aus wie jemand, der auf einer zu großen Bühne ist. So, letztes Jahr um die Zeit hat er halt noch Highschool-Football gespielt und jetzt spielt er gegen Alabama, dem eventuell besten Team im College-Football, wo manche Leute, zu Unrecht natürlich, schon überlegt hatten, ob die in der NFL spielen können und sowas als komplettes Team. Und man hat es im ersten Drive wirklich gesehen, oder es sah so aus, als hätte er sich darüber Gedanken gemacht. Er hat einen schnellen Wurf einfach komplett über den Kopf geworfen von jemandem, Screen. Und das sah einfach nicht gut aus. Direkt der Drive danach, man denkt so, okay, jetzt scored Alabama und dann ist Clemson das ganze Spiel hinten und muss sich da irgendwie rauskämpfen. Mal gucken, wie es wird. Nächstes, Pick 6 Tua. Der ganze Drive, er hatte relativ viel Druck. Es kam direkt Druck von der Defense von Clemson. Übrigens, defensiver Gameplan von Clemson, da rede ich nachher noch ein bisschen was drüber. Ich sag euch nur nicht warum, aber er war sehr, sehr clever. Hat mir gut gefallen, das ganze Spiel über. Er hat viel Druck gekriegt. Und dann hat Clemson was extrem Cleveres gemacht, was ich persönlich liebe. Und zwar ist es Trap Coverage. Noch dazu verbunden mit einem sehr intelligenten Blitz. Das heißt, du bringst den Blitz von der einen Seite, du weißt, was für einen Blitz du bringst.
Du kennst Alabama, du kennst die Tendenzen. Das heißt, du weißt, wo die Hot Route ist, wo quasi hingeworfen wird, wenn der Blitz durchkommt. Weißt du, Alert, ne? Die eine Route steht fest, ist dann der Checkdown, da wird hingeworfen. Auf der Seite, wo die Checkdown-Route höchstwahrscheinlich kam, wo sie auch tatsächlich kam, also Clemson hat das richtig antizipiert, auf der Seite wurde Trap-Coverage gespielt. Das heißt, es sah aus wie Man. Der eine Spieler ist von seinem Gegenspieler weg, unter den anderen Receiver quasi, der eigentlich gar nicht seine Verantwortung ist, sozusagen, und hat den Ball gepickt. Extrem starker Play, oder starkes Play, was auch immer, Pick 6. Das Ganze war AJ Terrell, einer der Cornerbacks, und der hatte generell ein starkes Spiel. Er war zwischendurch einmal, glaube ich, verletzungsbedingt unten, aber dann war er auch wieder drauf und der war wirklich richtig stark das ganze Spiel über. Auch zu den Positionsgruppen sage ich nachher noch ein bisschen was Genaueres. Das war Tuas Fehler. Hat er auch an der Seite gesagt, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Natürlich nach dem Pick 6 kommst du als Offense direkt wieder aufs Spielfeld und musst zeigen, dass du so ein kurzes Gedächtnis hast. Das wird bei vielen Positionen gesagt, unter anderem Quarterback, wenn du einen Turnover hast, oder Cornerback, wenn du geschlagen wirst. Da musst du ein kurzes Gedächtnis haben, da darfst du nicht dran denken. Dein Selbstvertrauen muss direkt wieder oben sein und du musst halt beim nächsten Spielzug musst es wieder gut machen. Richtig starker Drive, langer Pass, Touchdown auf Jerry Jeudy, wenn ich mich nicht irre. Guter Wurf von Tua, richtig guter Wurf. Und Jerry Jeudy ist einfach ein Monster als Wide Receiver. Dann war man halt sowieso, man war wieder dran, sage ich mal. Dann stand es relativ schnell 14-13, verschossener Extrapunkt bei Alabama. Und das war dann der Moment, wo das Spiel so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist, sage ich mal. Dann, wie gesagt, nach dem ersten Viertel stand es 14-13, nach dem zweiten Viertel schon nicht mehr. Das zweite Viertel ging 17-3 an Clemson. Hier kam auch wieder Fehler von Tua, ein bisschen Fehleinschätzung insgesamt im Spiel dazu. Ich glaube, der zweite Pick war sogar auch schon in der ersten Hälfte, da bin ich mir gar nicht sicher. Pick zu Trayvon Mullen, der einer der höchsten Cornerbacks ist im Draft. Also ich würde mich wundern, wenn er nicht in den ersten zwei Runden weggeht. Also haben wir da den ersten Namen, über den ich heute rede, der in diesem Draft quasi weggeht. Und das ist Trayvon Mullen, Cornerback Alabama. Nicht Alabama, Cornerback Clemson, meine Fresse, ich war schon beim nächsten Satz. Alabama war, und ganz besonders Tua, einfach arrogant bei dem Spiel. Bei dem Spielzug und beim Spiel insgesamt ein bisschen, logischerweise nur am Anfang, wenn man dann viel zurückliegt, dann ist es schwer, arrogant zu sein. Aber bei dem einen Play, das war pure Arroganz. Ich glaube, ich habe sogar auch getwittert, dass es pure Arroganz war. Er hat gesehen, was da passiert, hat was falsch gelesen, plus einen anderen Spieler noch unterschätzt und wirft den Ball. Es war ein Cover 3 Bust, das heißt, es wird ein Cover 2 angezeigt. Einer der beiden tiefen Safeties lässt sich fallen, ist quasi die mittlere Zone in dem Cover 3. Und der andere spielt einen Hook, also spielt in Madden, wäre es quasi diese gelbe Zone in der Mitte. Und die beiden Cornerbacks von außen gehen hoch. Das kannst du eigentlich nur spielen oder häufig nur spielen, wenn du einen Nickelback auf dem Feld hast, wenn du dem vertraust und dem anderen Outside Linebacker natürlich auch, damit die nach außen gehen können und die Flats dann kaputt machen bzw. decken können oder zumindest im allermindesten Fall besetzen. Ob sie die dann wirklich decken können, ist die andere Frage, aber hey, den Cornerback, der außen sich hat fallen lassen, seine Tiefe, in sein tiefes Drittel vom Spielfeld, ich bin mir nicht sicher, ob Tua ihn nicht gesehen hat oder ob er die Geschwindigkeit unterschätzt hat. Der Ball war viel zu weit. Das heißt, er wird vermutlich auf der anderen Seite mit dem Safety geplant haben und den Ball so geworfen haben von wegen, okay, entweder meiner kriegt den Ball oder er ist halt zu weit und niemand kriegt den Ball. Cornerback war da, sah total dumm aus, weil ich glaube, es war auch wieder Jerry Jeudy, den er da haben wollte, weil er halt einfach 4-5 Meter weg war, als der Ball runterkam. Deswegen sah das extrem dämlich aus. Noch dazu, Jeudy wurde direkt dann weggecheckt von den anderen beiden Cornerbacks oder beziehungsweise anderen beiden Secondary-Spielern, die dann noch in der Gegend waren. Sodass er nicht rankam. Also das war auch wieder ein Return von über 40 Yards. Das heißt, du hast zwei Interceptions von Tua mit insgesamt, ich glaube, 90 Yards ungefähr Return. Einer davon für einen Touchdown, der andere in eine Situation oder in eine Gegend, aus der sich dann auch ein Touchdown entwickelt hat. Und sowas kann nicht passieren. Weil man offensiv nämlich eigentlich den Ball ganz gut bewegt. Und Alabama hat bis dann zum vierten Viertel hin da nicht mehr so wirklich, aber hat vorher das ganze Spiel über den Ball eigentlich echt gut bewegt und hat dann nur Fehler gemacht. Und Disziplinfehler, was man eigentlich von Alabama nie sieht, Disziplinfehler. Ein Fehlstart an der Goal-Line, bei einem nicht Trickspielzug, aber bei einem bisschen nicht so offensichtlichen Spielzug, der nach links ging, der Right Tackle oder der Right Guard. Ich bin mir gerade nicht sicher, mit einem Fehlstart sowas kann nicht passieren. Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass Nick Saban sich darüber beschweren wird. Und das ist einfach, das ist man nicht gewöhnt von Alabama. Sowas passiert Alabama nicht. Und ich war noch nicht mal bei den defensiven Fehlern, denn da gab es auch einige. Interessanterweise, ich glaube, das war sogar der erste Touchdown. Nee, das war der lange Pass von Trevor Lawrence, der übrigens ein richtig starkes Spiel gemacht hat.
der Quarterback von Clemson. Also es ist der mit Abstand stärkste Freshman-Quarterback, den man seit langem gesehen hat. Und wirklich, ist unnormal, was er macht. Glaubt mir da einfach, das ist verrückt. Und wie gesagt, ich mag ihn nicht. Das heißt, jemand, der ihn mag, wird noch mehr auf ihm drauf sein. Sagen, das ist das Krasseste aller Zeiten. Ich mag ihn nicht und ich muss trotzdem gestehen, dass es das Krasseste ist, was ein True Freshman Quarterback jemals gezeigt hat, was ich gesehen habe. Das ist unglaublich. Wenn er die Kurve hält, 1000%iger First Overall Pick, mehr muss man dazu nicht sagen, dann ist er ein besserer NFL Prospect als Tua, denn er hat noch dazu die Größe und er hat jetzt schon die physischen Tools, der hat jetzt schon die Geschwindigkeit auf dem Arm wie sonst was und der ist noch total dünn. Wenn der ein bisschen mehr Kraft aufbaut, perfekter Quarterback Prospect, das wollte ich sagen. Ja, interessanterweise, wo ich gerade drauf kommen wollte, Alabama spielt auch ein Cover 3 Bust. Das heißt, der eine Safety kommt runter, der andere Safety schiebt sich in die Mitte. Problem hierbei war, dass du einen Overload von Receivern auf der einen Seite hattest, und zwar auf der Seite von dem Safety, der sich reinschiebt, der sich ins Cover 3 Bus reinschiebt, in die Hookzone. Das Problem dabei ist, dass letztendlich zwei Leute tief gelaufen sind, zwischen dem Safety und dem Cornerback. Und die beide sich nicht gut miteinander verständigt haben. Das heißt, der Safety ist unten geblieben. Der Receiver, der ihm vorbeigerannt ist, hat es natürlich gemerkt. Hat sich ein bisschen in die Mitte geschiftet. Ball wurde gefangen. Und zwar ein 60-Yard-Pass oder sowas. Danach Travis Etienne mit einem 13-Yard-Lauf oder so. Boom, hast du den nächsten Touchdown. Und das ist wirklich ein Problem. Alabama hatte eigentlich das Running Game von Clemson über große Teile des Spiels komplett unter Kontrolle. Travis Etienne ist wirklich nur an der Goal-Line effektiv gewesen. Letztendlich hatte er trotzdem seine 3 oder sogar 4 Touchdowns. Nee, er hatte nur 3 Touchdowns, hat nochmal nachgeguckt. Aber wie gesagt, Alabama hat ihn eigentlich unter Kontrolle, in der Red Zone dann gar nicht mehr. Quinn Williams hat das ganz gut gespielt. Es gab einen Rushing-Touchdown, ich glaube, das war der zweite von Travis Etienne. Da habe ich auch getwittert, warum bringt man einen Pirate-Stunt, also der den Defensive Tackle quasi nach außen zieht, an seiner eigenen 1? Warum machst du das? Du gibst so eine große Lücke, gerade für Offensive Linemen, die nach außen blocken wollen. Wenn du den einzigen, der da in der Mitte steht, der quasi sagen kann, nö, ich lass mich nicht zur Seite blocken, ich stehe hier, wenn du den selber wegnimmst. Du hast es Clemson quasi so einfach gemacht bei diesem Touchdown. Und das sind eigentlich Sachen, die Nick Saban nicht passieren. Deswegen hat man auch zwischendurch gesehen, wie er den Defensive Coordinator am Rand angepflaumt hat. Und zwar richtig. Das ist einfach Sachen, die man nicht gewöhnt sind. Dass dann jemand sich, glaube ich, noch den Knöchel gebrochen hat oder auf jeden Fall am Knöchel sich arg verletzt hat bei einem anderen weiten Touchdown von Clemson, wo man eigentlich in einem Must-Rush-Szenario ist, wo du quasi vom Feld runter musst als Defense von Alabama, weil man schon weit zurück war. Ich glaube, das war im dritten Viertel, ich bin mir nicht sicher. Wo du weit zurück bist, wo du den Ball wiederkriegen musst. Du hast die Gegner im 3. und 6 oder 3. und 7. Szenario, wo du rein willst. Und dann wurde einer der Cornerbacks außen richtig, richtig genommen, hat sich dabei am Knöchel verletzt. Es gibt auch schon Theorien, die sagen, er faked es quasi nur, damit es nicht so peinlich ist, wie er geschlagen wurde. Ist mir letztendlich egal, sah schlecht aus, sah richtig schlecht aus, was da mit seinem Fuß passiert ist. Justin Ross hat den Touchdown gehabt, der hat letztendlich 150 Receiving Yards gehabt, auch ein paar richtig geile Catches dabei gehabt. Und ich glaube, der ist auch ein Freshman, vielleicht ein Redshirt Freshman, ich bin mir nicht sicher. Entweder Redshirt Freshman oder True Sophomore, eins von beiden, vielleicht sogar True Freshman. Sowas passiert Alabama nicht. Das meine ich. Das ist so ein Spiel, wo man sich in Madden aufregen würde, von wegen, oh, ich kann das nicht gewinnen heute. Und so ein Spiel war es für Alabama. Die konnten das Spiel nicht gewinnen. Egal, was sie gemacht hätten, das ganze Spiel über, du konntest das Spiel nicht gewinnen. Und ich möchte noch ein Wort sagen, das Fake Field Goal. Das war mit das Traurigste, was ich je gesehen habe. Denn wenn du ein Fake Field Goal ansagst, ist das Ganze okay. Das kann man machen. Kann man mal machen. Ist okay. Aber nicht, wenn du deinen Kicker als Vorblocker benutzt. Deinen Kicker als Vorblocker. Und noch dazu nicht, wenn du siehst, dass Clemson in der Field Goal Safe Defense dasteht. Die hatten ihre richtigen Defensivspieler auf dem Feld in einer Field Goal Safe Defense. Das heißt, die quasi gesagt hat, schießt euer Field Goal, wir erlauben euch keinen Fake. Wie arrogant muss man sein, um dann zu faken mit dem Holder, der als Vorblocker den Kicker hat? Das konnte nicht funktionieren. Ich glaube, die haben Minus-Yards gemacht bei dem Spielzug. Und sowas sieht man nicht von Alabama. Sowas sieht man nicht von Nick Saban. Das ist extrem verrückt. Sowas passiert denen eigentlich nicht. Und deswegen ist dieses Spiel so verrückt. Abschließend nochmal. Extremen Respekt vor den Senior Classes von Alabama und Clemson, denn in den letzten 4 Jahren haben die exakt die gleiche Bilanz. Ich glaube 55-4. Ich bin mir bei den Siegen nicht mehr sicher. Auf jeden Fall beide 4 Niederlagen, exakt gleich viele Siege. Und beide haben 2-mal die Championship gewonnen in den letzten 4 Jahren. Das ist Dominanz. Das sind mit Abstand die beiden besten Teams momentan.
Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Dicken Respekt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.